Grüß Sie wohl, einen herzlichen guten Morgen heute an diesem Montag, ein ganz besonderer Montag, der 15. Maria Himmelfahrt, und zwar zu Reinig Zeitgedanken und natürlich am Vormittag zu Losung und Lehrtext. Ja, was für ein Feiertag für viele, für andere ist es ein ganz normaler Werktag. In den katholischen Gebieten wird groß gefeiert und auch in der orthodoxen Kirche, wer einmal in Griechenland gewesen ist, der weiß, dass da unglaublich viele Menschen sich dann auch treffen, am Strand, in den Beizen, wo es überall ist. Sie feiern leider nicht nur in der Kirche, sondern wie es ja dann üblich ist, überall, sondern sie sitzen zusammen und haben einfach einen freien Tag, den sie genießen. Maria Himmelfahrt, warum feiern wir Evangelischen diesen Feiertag nicht? Er ist in der Bibel nicht direkt verankert. Er ist nur in den Apokryphen, in den sogenannten Schriften, die nicht in die Bibel gekommen sind, erwähnt. Da geht es darum, dass Maria direkt entrückt worden ist, sondern also gar nicht den Tod geschmeckt hat, also gar nicht gestorben ist, sondern sofort zu Gott aufgefahren ist. Und die orthodoxe Kirche hat dieses Dogma nicht übernommen. Sie spricht von der Maria, die entschlafen ist. Und das ist ein großer Unterschied. Wer hat nun recht und ist es überhaupt so gewesen? Wir wissen es nicht, dass der Mutter Gottes aber eine große Bedeutung zukommt. Das ist natürlich klar, und deshalb, wir haben ja als Evangelische diese Verehrung nur nicht mitgemacht, weil wir meinen, wir beten sie nicht an, aber ehren und achten kann man Persönlichkeiten, die sich für den Glauben eingesetzt haben, schon besonders. Und das hat ja Martin Luther ganz klar getrennt. Anbeten sollte man nur Jesus Christus. Aber wir dürfen natürlich Glaubensvorbilder haben, und dazu zählt garantiert auch Maria. Und deshalb denke ich, könnten wir auch als Evangelische und ja, Protestantische oder Reformierte durchaus auch ein wenig mehr Maria ehren und achten. Da brechen wir uns wirklich keinen ab. Es ist sogar eine große Frau, eine große Persönlichkeit gewesen, wenn man schaut in der Bibel. Und zwei Texte, nämlich Losung und Lehrtext, die werden heute ja ganz besonders leuchten. Schauen wir sie uns doch einmal näher an. Da heißt es im Alten Testament, man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Der Beter schildert vorneweg sehr eindrucksvoll, was alles versucht worden ist, dass sie belagert worden sind, dass ganze Völker sich gegen sie ausgerichtet haben. Und nun weiß man nicht, ist das Volk Israel gemeint, ist die Stadt Jerusalem gemeint, ist eine Einzelperson gemeint, vielmehr deutet es auf die Stadt oder das Volk Israel hin. Und da sieht man mal, wie in der Geschichte auch gesehen werden kann, wie Gott hilft, wie er rettet, wie er durchführt, wie er herausholt. Und dann dieser große, ja, Freudensausspruch, man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Man hat sich gefreut, dass man nicht untergegangen ist, dass das Böse keine Chance hatte und dass Gott sie letztlich vor all diesen Angriffen errettet hat. Und jetzt ist die Frage, wo stehen wir heute gerade? Wir empfinden das heute, die Angriffe gegen die Glaubenden, gegen diesen Auferstandenen immer stärker werden, dass Menschen davon sich immer mehr abwenden. Wir befinden uns eigentlich dort, wo wir noch gar nicht dieses Freudenlied anstimmen können, sondern wo wir eher merken und sagen, oh je, hoffentlich kommen wir aus dieser Dunkelheit heraus. Hoffentlich wird es für uns auch so gut ausgehen wie für das Volk Israel. Und deshalb ist unsere Situation ein wenig unterschieden von der damaligen des Beters, nämlich er ist schon ein Stück weiter und hat dann diese Rettung besingen können mit einem unglaublich schönen Wort. Und ähnlich ist es ja bei dem zweiten Wort, und das passt ja heute zu Maria Himmelfahrt, da heißt es, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Das ist aus dem Magnificat. Maria stimmt es an. Und sie stimmt es ja auch erst an, als sie merkt, dass sie eine ganz besondere Frucht, könnte man sagen, ein ganz besonderes Kind trägt, das nämlich bei der Begegnung mit Elisabeth die Kinder ja sich bewegte und Zeichen gaben. Das ist etwas, wo wir merken, sie beginnt zu begreifen, was da eigentlich vor sich geht, und kann Gott nur preisen, loben mit Worten,
die wir hier im Magnificat finden, und die sind ja oder gehören mit zu den schönsten Worten auch eines Lobliedes. Also beide, Maria und das Volk Israel, waren schon ein Stück weiter. Sie haben gesehen, Gott hat eingegriffen, Gott hilft, Gott rettet, Gott führt heraus. Wir brauchen uns nicht fürchten. Wir heute sind vielleicht noch skeptisch und sagen, ja, ob er das schafft, aus dieser verfahrenen Situation herauszuführen, wo die Globalisten nach der Weltmacht greifen, wo alles einer Teuerung unterliegt, die handgemacht ist und wo wir richtig in die Enge getrieben werden, wo man möchte, dass wir gerade das Transzendente, also das Göttliche, das Übernatürliche ablegen. In einer solchen Situation wird es Gott schaffen, uns dann auch wieder zu einem solchen Loblied, zu einem solchen Psalm zu bringen, dass wir singen können, dass wir fröhlich sein können. Und das ist das Schöne an der Bibel. Ja, er wird es schaffen. Er lässt sich das Zepter niemals aus der Hand nehmen. Das wird in beiden Texten deutlich und wir können tausendprozentig davon ausgehen, dass auch Gott diesmal wieder den Sieg behalten wird. Und das ist das Schöne, wenn man auf die Generationen hört. Und die ältere Generation hat nämlich Erfahrungen gesammelt. Und sie kann aus den Erfahrungen unglaubliche Schätze weitergeben. Und so haben das Volk Israel und die ersten Christen auch Erfahrungen gesammelt. Und diese Erfahrungen können uns heute helfen, in einer schweren Situation durchzuhalten, durchzustehen und zu sagen, wir werfen unseren Glauben nicht weg. Wir wissen, Gott wird den Sieg behalten. Gott wird es richtig groß wieder werden lassen, sodass wir Freude und Zuversicht haben können. Und da sehen wir, wie wichtig es ist, nämlich auch gerade im Kontext der Generationen und der Familie zu leben. Das, was man uns heute zerstören möchte, man möchte ja mit dem Gender und mit dem anderen Wahnsinn gerade diese Tradition, dass man lernen kann, dass man hören kann von anderen, zerschlagen. Und es passierte leider heute auch, dass die Jugend sagt, ja, wir brauchen die ältere Generation nicht, wir brauchen deren Erfahrung nicht. Und sie spüren vielleicht noch gar nicht, in welche Tiefen sie dann geführt werden, wenn das zerbrochen wird, wenn das zerbricht. Also beide Texte machen deutlich, dass wir Hoffnung haben dürfen, dass wir Zuversicht haben dürfen und dass eines ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns dies nicht nehmen lassen, aus den Glaubenserfahrungen vorangegangener Generationen zu lernen, zu schöpfen, weiterzugeben und Mut weiter zuzusprechen. Deshalb für die neue Woche, so dunkel wie es auch ist und so dunkel wie es noch kommen wird, Gott wird es wieder richten. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Ich wünsche ein gutes Gelingen mit der neuen Woche für alle, die Maria Himmelfahrt feiern und frei haben, einen wunderschönen Feiertag. Und natürlich auch hier wieder zurück. Ich sehe gerade, ich bekomme wieder von Sommer 2018 ein wundervolles Herz geschickt, gesendet. Ich sende es gern zurück und wie gesagt, wem es gefällt, der kann diesen Stream teilen, damit diese Hoffnung, diese Zuversicht und dieses Wissen von vergangenen Generationen und Glaubensgenerationen nicht verloren geht, auch andere erreicht. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, passen Sie gut auf sich auf und meine größte Bitte, bleiben Sie mit Gott verbunden. Eine gesegnete Woche wünscht Ihnen Ihr Reini von den Zeitgedanken. We'll be right back.